Hallo und herzlich willkommen, mein liebes Mitgemüse, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Alexklusiv. Wir sind heute auf einem Mittelaltermarkt und schaut euch mal mein süßes Make-up an. Ist schon ein bisschen knuffig geworden. Niedlich kann ich. Und ja, wir sind auf dem Mittelaltermarkt auf der Hohen Sieburg in Dortmund über Ostern und es ist schon ziemlich, ja, Standard, dass ich eigentlich darüber ein Video mache. Aber irgendwie ist das jedes Jahr so unser kleines Ritual. Ich habe auch meinen Ehemann hier auf diesem Markt kennengelernt und wir sind ganz früh da gewesen, also zur Eröffnung. Und da ist es jetzt gerade noch etwas leer, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich nehme euch jetzt heute einfach mal mit und ihr könnt euch dann einfach mal diesen Markt ansehen. Lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da, abonniert mich und kommentiert. Und ansonsten, ja, habt Spaß und seht zu. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Heerlager, die auf der Hohen Sieburg vertreten sind. Und ja, ich muss sagen, die sind immer sehr, sehr schön anzusehen. Manche stellen etwas aus. Und hier sehen wir nochmal meine beiden hier. Einmal mein Schatz und mein Schwager mit ihren beiden Gewandungen. Und Gott, also fein und arrogant gucken kann der feine Pinkel, oder? Ach, wundervoll. Nochmal der Blick über die ganzen Heerlager. Und ja, ich finde, die sind immer so mit Liebe eingerichtet und hergerichtet. Ich habe auch mal geherlagert, aber es ist etwas her. Und hier die freie Sippe von Asnidi. Ich grüße euch. Hier finde ich es besonders schön und mit Liebe und Herz hergerichtet. Einfach nur schön anzusehen. Und hier sehen wir eine Handspindel, mit der man Wolle zu Faden spinnen kann. Damit uns nichts hält auf Gottes Erde reich. Sein Lob ich immer preise, macht uns freudenreich. Je eine anderen Weise, das ist nicht auf dem Eise, wann es kann ungleich. Ins Laufen, weil wir Wahrheit sind, nun fragt das Haus, die ihr Lieder bestgewettet sei. Das Kraut hat sie versalzen, dazu ein guten Brei. Was sollen wir dazu kalzen? Es war zu Volkes Walzen, der Schnell waren frei. Wir haben uns auch die Ruine der Hohen Sieburg angesehen. Das ist das, was davon übrig ist. Und im Hintergrund seht ihr schon zwei Gestalten, die euch von der Gewandung her etwas bekannt vorkommen könnten. Ich sag nur so viel, ich war definitiv in der falschen Gewandung vor Ort. Sonst wären wir nämlich zu dritt da gewesen. Dann genießt mal die beiden Hexer.
Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich und kommentiert. Und guckt mal, wer da schon wieder guckt hier. Ha! Und wir sehen uns schon im nächsten Video wieder. Bis bald!